Und am nächsten Tag geht es weiter. Und die Reise verläuft auf diese Weise. 5 Tage braucht ihr durch den Schlamm, an Silchester vorbei, nach Wenchbank. Und am 6. Tag, da seht ihr die Burg in der Ferne. Twain, du reitest vor, kündige uns an. Der Junge nickt. Sorcha reitet zu den beiden Rittern. In welcher Weise nehmen wir die Prüfung vor? Ich meine doch, dass Sir Edenea als viel erfahrener Mann vom Hof da sehr viel zu sagen hat, oder? Ihr werdet es doch einschätzen können. Ich weiß, eine keusche Frau mit guten Prinzipien zu erkennen und ob es ein gebärfreudiges Becken gibt, das gute Nachkommen schenkt. Lady Ellery rollt mit den Augen und schnaubt dabei. Herr Sorcha verzieht auch ein wenig das Gesicht und sagt dann nur in Richtung von Lady Ellery: Wir sind aber angekündigt, oder? Es ist bekannt, dass wir kommen. Der Junge rettet doch gerade. Oh nein, ich meine, das wissen Sie, dass der Earl jemanden schickt? Wahrscheinlich nicht. Nun ja, dann werde ich auf alles andere achten. Gott, dann machen wir es so. Und so kommt ihr an. Ihr seid durch den Knappen zumindest angekündigt, dass ihr jetzt ankommt. Und so werdet ihr auch empfangen und auch hereingelassen. Der Knappe hat die richtigen Worte gesprochen und so reitet ihr in die Burg. Man prüft eure Wappen. Da ist ein kundiger älterer Herr, der wohl sehr viele Wappen kennt, und er prüft, dass das von Dame Ellery. Dann nickt ihr dem Ellery. Es ist mir eine Ehre. Es ist dem Herren eine Ehre, euch willkommen zu heißen. Dann schaut er prüfend zum Wappen von Sir Edenair. Ah, der Held von Salisbury. Wir haben viel von euch gehört, mein Herr. Es ist sehr erpicht, euch kennenzulernen. Ich bin sehr erfreut. Dann prüft ihr das Wappen von Sorcha und runzelt die Stirn. Euch kenne ich nicht, wenn ihr die Ehre habt, euch vorzustellen. Bräuchte meinem Hilfe, welcher Trade passt da? Für was? Aufbrausend. Ah, temperate ist es, oder? Indulgent. Mhm. Oder, ja. Aber was heißt das jetzt? Ich habe einen Critical gewürfelt auf Indulgent. Ja, dass dich das eventuell wütend macht. Okay, muss ich es checken? Kann ich es checken? Du musst es sogar checken. Und entsprechend reagieren. Sorcha richtet sich ein wenig mehr auf, wenn es überhaupt möglich ist, weil diese junge Frau ist eigentlich immer aufgerichtet im Sattel. Und sagt dann nur: Sorcha ni Dyke. Ich bin Household Knight des Earls von Salisbury. Verwundert mich dann doch schon, dass ihr so weit abgeschieden seid, dass ihr mein Wappen nicht erkennt. Oder soll das eine Art von Beleidigung sein? Oh, keine Beleidigung. Wir kennen natürlich nur niedere Ritter wie euch nicht. Niedere Ritter? Was soll das heißen? Was soll das heißen, niedere Ritter? Im Hintergrund prustet Patrick vor sich hin und betrachtet die Szene in Erwartung, dass der Mann vor ihm gleich eine rote Nase hat. Macht euch keine Gedanken. Ich wollte und geht bedrohend auf diesen Mann zu. Aber eine junge Frau in Ritterrüstung ist hier nicht so häufig niedere gesehen. Niedere Ritter? Habt ihr gerade niedere Ritter gesagt? Einfach. Dame Sorcher! Patrick versucht, sein Grinsen wirklich zu verbergen. Seht es dem alten Mann nach. Er ist doch schon grau und alt. Er kann sich wahrscheinlich nicht jedes Wappen merken. Ich wollte die Ritterin nicht beleidigen. Vielleicht, Das will ich dir auch geraten haben. Vielleicht ist es ein Sprachproblem. Ich wollte nur sagen, dass ihr unbedeutend seid. Sorcha gibt ihm eine Ohrfeige. Ronwen. Oh. Ja? Er nickt in Richtung Patrick. Blickt ernst.
Bromwin nickt zurück und geht in die Nähe von Podrick und versucht, ihn kurz am Arm zu halten und ihm etwas ins Ohr zu flüstern, so er das zulässt. Podrick grinst zwar, dass sich noch weiter in sich rein, lässt es immer zu. Podrick, du bist ein Knapp. Du musst jetzt ganz still sein. Komm mit mir 2 Schritte zurück. Oh, Dame, es tut mir au. Hört auf, mich zu schlagen. Ich habe dich nur einmal geschlagen. Heul nicht herum wie ein kleines Mädchen. Und geh zurück und kündige uns noch einmal an, und zwar richtig. Ja, sicher. Dein Herr kann sich geehrt fühlen, dass wir von dem Earl von Salisbury hierher geschickt worden sind. Ja, sicher geehrt. Und dann verschwinde. Und er eilt weg. Wütend dreht sich Sorcha um und geht zurück zu ihrem Pferd. Steht das Pferd dann noch? Ja. Hat Patrick aufgepasst auf das Pferd. Schauen wir mal eine Awareness-Probe, bitte. Ja, genau. Super. Das Pferd ist fort. Ja, Sorcha bleibt dann stehen und schaut etwas erschrocken bis fassungslos konsterniert dort, wo das Pferd eigentlich stehen würde, und ruft dann nur Podrick. Podrick, also Sorcha sieht dann, wie Podrick gerade von Bronwyn an den Arm gezuckt wird und abgelenkt wird. Podrick, wo ist das Pferd? Ich will keine Antwort haben. Such mir das Pferd her und bring es in den Stall. Ja, Dame Sorcha, sagt er zerknirscht und blitzt in dem Moment Bronwyn wieder an und macht sich sofort auf, das Pferd zu suchen. Gut, wenn du das Pferd suchst, was du später auf den Feldern finden wirst, das ist mit dem ganzen Chaos davon, das war ihm wohl zu laut hier, werden die anderen in die Halle gebeten. Da ist nun der alte Mann, der in dieser dunklen Halle euch ankündigt. Die Halle ist wirklich düster. Es ist, ja, staubig hier, und die Leute, die hier sind, das sind ein paar, die haben alle saure, düstere Mienen. Der ganze Ort wirkt dunkel. Alles ist mit Schwarz, teilweise mit Trauerfarben besetzt, und die Tische, sie sind noch nicht ganz aufgebaut für das Abendmahl, weil es ja auch Mittag erst ist. Ein bisschen ist was, ist schon hergerichtet, aber sonst sind hier teilweise noch Bettstätten zu finden. Die Leute beachten euch nicht weiter, als der Mann euch ankündigt. Dem Larry, Sir Edna und die Dame Sorcha. Und die Leute gucken kurz, aber nicht besonders. Und dort vorne an der Tafel sitzt ein Mann. Er betrachtet euch. Das ist ein hagerer, älterer Mann. Etwas älter als Edenair. Dünn. Die Gesichtszüge eingefallen. Er winkt euch näher. Sorcha, nun ein wenig beruhigter, tritt auch näher, bleibt aber in zweiter Reihe, also hinter Dame Illyri und auch hinter Sir Edenair. Die wissen sicherlich besser, wie sie hier zu verfahren haben. Dame Illyri sagt nichts. Es wäre abgemacht, dass Edenair, der Erfahrene, hier die Führung übernimmt. Also Edenair geht nach vorne, verneigt sich. Kurz vom Hausherrn verneigt sich dort bei seinen Begleitern. Hab Dank, dass ihr uns Obdach hier gebt. Hab Dank für die Gastfreundschaft. Wir freuen uns, dass wir hier in diesem guten und wohlgeführten Haushalt Gast sein dürfen. Der Mann schaut dich an, nickt und anerkennt. Sir Edenair, ich habe von euch gehört. Ihr habt tapfer in der Schlacht von Salisbury gekämpft, heißt es. Ich habe meine Pflicht getan, wie es die Ritter des Earls alle getan haben. Einige sind gefallen und sie wurden begraben, und sie haben den Segen Gottes. Noch ihr?
Ihr seid hier. Hier. Wie soll ich sagen? Mit einer wichtigen Aufgabe gesegnet. Eure Aufgabe ist nicht weniger wichtig. Meine beiden Söhne waren in der Schlacht von Salisbury. Ihr wisst es vielleicht nicht. Sie sind gefallen. Ich stand an ihren Gräbern. Ich habe für sie gebetet. Dafür danke ich euch. Ihr seid meine Gäste. Ruht euch aus, bezieht Lager. Es werden ein Zimmer für die Ritter bereitgestellt. Die Knappen können in der Halle schlafen. Ihr werdet es euch teilen. Wir haben wenig Platz zurzeit. Aber ein Zimmer. Heute Abend sprechen wir. Sehr wohl. Eine Bitte. Ich möchte gerne der Kapelle dieses Hauses besuchen, um dort ein Gebet zu richten. Ist das möglich? So soll es sein. Mein Diener wird euch den Weg reichen. Verbindlichsten Dank. Er verneigt sich. Zeigt den Rittern die Kammer. Und dann sollen sie sich einrichten. Und dann beschäftigt er sich wieder mit dem, ja, auf den Boden starren und beachtet euch nicht weiter. Was tut ihr bis zum Abend? Die Kapelle aufsuchen. Die Aufgabe ist es, hier eine Braut zu besichtigen. Und für Sir Edener ist es wichtig, ob die Kapelle in einem guten Zustand ist, ob sie gut gepflegt ist, ob sie sauber ist, ob sie gottgefällig ist. Weil nur ein gottgefälliger Ort bedeutet, dass auch diese Tochter eine gottgefällige Frau ist. Herr Bronwyn wird alles Notwendige von Sir Edener in die gezeigte Kammer bringen und dort so einrichten, wie er es gewohnt ist, und sich dann um die Pferde kümmern und sich ein wenig Sorgen machen, wenn Podrick noch immer nicht zurück ist. Podrick, wenn er das Pferd gefunden hat, wird irgendwann, wenn es schon dunkel ist, wieder ankommen zur Burg, wird noch einmal kurz bei Sorcha vorbeischauen, ihr sagen, dass das Pferd nur dort ist, wo es sein soll, und sich dann in die Halle begeben, um dort, wenn es denn möglich ist, vielleicht eine Partie Schach zu spielen, wenn sich irgendwer dazu findet. Sorcha wiederum hat sich dort eingerichtet, soweit es überhaupt möglich war. Und hat sich, wie es auch, soweit es möglich war, sich einen Überblick verschafft über dieses Anwesen. Ob es ein wohlbegütertes Anwesen ist, wie es aussieht mit den Wandteppichen, wie es aussieht mit dem Geschirr. Alles das, was auf Reichtum hinweisen könnte. Also, was klar ist, was ja schon der Titel sagt, der Mann ist ein Baron und wird reich sein. Aber wie reich ist für jemanden, der so arm ist wie du, einfach nicht zu sagen. Hier gibt's alles Mögliche an teuren Dingen. Und so, Sir Edener ist in der Kapelle. Die anderen tun ihre Arbeit oder schauen sich um und dann kommt der Abend. Podrick ist noch nicht da. Am Abend gibt es ein kleines gemeinsames Essen, ein Bankett bei diesem Baron, das sehr bescheiden ausfällt. Regelrecht dürftig, könnte man sagen. Es gibt keine Musik. Es gibt genug zu essen, aber einfache Sachen. Bronwyn wird dann Sir Edener und Dame Sorcha bedienen, um da vielleicht Podricks Lücke zu füllen. So übernimmst du auch die Aufgabe Podricks, der aber dann schließlich nach etwa einer halben Stunde dann selber etwas abgehetzt in die Halle kommt. Man sieht in dieser Halle, dort sitzen die verschiedenen Ritter des Barons.
Ihr seid recht nah am Haupttisch, aber nicht so weit, dass ihr mit ihm sprechen könntet. Das hat er wohl noch nicht vor. Ihr seid aber nah genug, um an seiner Seite ein junges Mädchen zu sehen. Blonde Haare, 13 Jahre, ansehnlich, aber nicht übermäßig hübsch. Sehr sittsam, fast nonnenhaft wirkt das Kind und erinnert ein klein wenig an Lady Anne, nur nicht so hübsch. Aber von der Haltung, von diesem römisch-katholischen Geist hat das Kind beseelt. Es hat sich auch schon mehrfach bekreuzigt und achtet darauf, niemanden anzublicken. Es sitzt dort etwas, ja, hinter und neben dem Baron und sie sprechen kein Wort. Sonst sitzt niemand, das fällt euch auf, da oben. Er redet mit niemand. Er speist, schaut hin und wieder mal herunter mit traurigem Blick und mir tut er nicht. Was tut ihr? Portrick kommt an. Portrick wird, wie erwähnt, zu Sorcha gehen, ihr kurz zuflüstern, dass das Pferd da ist und sich dann, nachdem er als Nachzügler herankommt, nicht mit ans Bankett setzen, sondern darauf warten, bis dieses geendet hat, wie es der Brauch Wille ist, und sich dann an die Reste setzen. Als Podrick kommt, wirft Sorcha ihm einen sehr düsteren Blick zu, und als er ihr damit teilt, dass das Pferd wieder da wäre und offensichtlich da nicht gedenkt, sie zu bedienen, sagt sie nur ganz kurz angebunden, hol den Wein und schenk uns ein. Podrick liegt langsam. Ansonsten wirft sie immer wieder Blicke nach oben zu dem womöglich trauernden, gebrochenen Mann und dieser jungen Frau und versucht auch immer mal wieder ein paar Gesprächsfetzen aufzuschnappen von den anderen Rittern. Ja, es wird geredet und man redet auch mit euch. Es ist nicht sonderlich schwierig. Und ja, in dieser Zeit jetzt, wo er da so sitzt und redet und mit den anderen Rittern bekannt macht, da spielen wir eine Courtly Experience. Ihr könnt euch einen Skill aussuchen, bei dem ihr hier jetzt an diesem Hof besonders mit euren Courtly-Fähigkeiten, also mit euren höfischen Fähigkeiten auffallen könnt. Das kann euch Vorteile geben, von Ruhm bis zu Informationen, bis zu, ja, auch Verbesserungen. Wählt aus euren Fähigkeiten, die ihr habt, etwas, was Sinn ist. Wäre sinnvoll hier vor allem, wäre Compose, also wenn ihr in dieser Gesellschaft vielleicht irgendwas vortragen wollt, also irgendein Gedicht oder irgendetwas, Courtesy, um höfischen Fähigkeiten zu beweisen. Es wird einen kleinen, aber nur kurzen und sehr bescheidenen, Tanz gibt es nicht, Falke Neue macht hier keinen Sinn. Man kann auch flirten, wenn man das möchte, da könnten sich auch Abenteuer daraus entspinnen. Und es gibt ein paar Ritter, die ein Spiel spielen, ein Glücksspiel. Dort könnte man sich anschließen. Auch gibt es eine Gruppe von frommen Rittern, die religiöse Debatten führen. Auch da kann man sich anschließen. Bei den Knappen gibt es ähnliche Dinge, die dann vergleichbar wären. Bitte. Wir schauen aber erstmal zu Edenair. Was hast du versucht zu tun? Die höfischen Regeln. Was ihm gut gelungen ist, bei der Begrüßung, dort schien es so, dass er das Wohlwollen hatte, zumindest mal den Respekt. Aber jetzt wird er vielleicht etwas zu viel. Zu viel der Höflichkeit. Vielleicht hier unangemessen. Es ist kein Ort, der so lebendig ist wie vielleicht einen anderen, die vielleicht bereitwillig das Gespräch suchen, eher nüchtern, etwas zurückhaltend. Und sehr ordinär, ein wenig zu aufdringlich, zu höflich vielleicht, sodass es vielleicht das falsch rüberkommen könnte, auch wenn es nicht seine Absicht ist, vielleicht auch seine Natur auch gar nicht widerspiegelt. Aber es könnte so ankommen, sodass er irgendwann vielleicht einfach nur ignoriert oder geschnitten wird.
Ja, dieser Ort ist von Trauer erfüllt und die Leute sind sehr vorsichtig, was sie sagen. Und höfische Etiketten sind anerkannt, aber zu viel des Guten, Edenair. Das hier ist nicht der lebendige Hof von Salisbury. Hier gelten andere Regeln. Sorcha. Gespielt wird überall, also. Und Sorcha ist eine wirklich recht gute Spielerin. Also hat sie sich irgendwann zu anderen Rittern hin dazugesetzt, hat sich erklären lassen, wie die hier spielen, hat ein paar Runden mitgespielt, hat dann ihr Würfelset herausgeholt und erklärt, dass sie aus Irland käme und dass man dort ein ganz anderes Spiel hätte. Und man hat sich am Anfang auch darauf eingelassen, aber nach relativ kurzer Zeit hat man es dann doch gelassen. Sei es daraus, dass man sich gelangweilt hat oder weil man es nicht für angemessen hielt in dieser Situation der Trauer. Sodass man zu dem alten Spiel zurückgegangen ist, das Sorcha aber nicht wirklich gut spielen konnte. Weil du verlierst Geld. 2 Pfund. Du hast nun kaum noch welches. Und so zieht sie sich irgendwann zurück. Ärmer und um keine Information reicher. Der Verlust ist tatsächlich gar nicht so ohne für dich. Und er wird dir vielleicht noch Schaden bringen, weil du bist schon arm. Das Geldspiel zu wagen, hat es nicht besser gemacht. Patrick hingegen, sein Ruf eilt ihm voraus, kriegt von einer Lady gesagt, du bist doch der Junge, der für den alten König seine Seele möge im Himmel sein, gesungen hat. Ist das nicht wahr? Portik verneigt sich knapp und sagt, ihr sprecht wahr, Milady. Der Herr, seine Seele ist verwundet. 2 Söhne hat er verloren, nur eine Tochter hat er noch. Singt doch, singt für uns alle. Sing, Junge. Und Patrick singt das gleiche Lied, das er gesungen hat, als der letzte König noch lebte. Über die Elfen, die Zwerge und singt vielleicht in diesem Fall das falsche Lied. Zu fröhlich ist es. Nein. Nein, dein Lied ist in Ordnung. Es ist nicht so wunderschön wie das, was einst gesungen wurde, aber es ist ausreichend. Die Leute lauschen dir. Du singst alleine, deswegen bist du nicht so perfekt, aber du singst gut. Gesang ist immer gut, wenn es aus deiner Kehle kommt. Und du siehst, wie das Mädchen, das dort oben sitzt, dich mit leuchtenden Augen anblickt. Und du kannst Musik einen Checkmark geben und du kannst dir 10 Ruhm aufschreiben und das Ereignis, das Lied für Lady Alice, Ellen, das Lied für Lady Ellen. Also Chloe kannst du dir aufschreiben, nicht 10 Ruhm, 10 Chloe. Was tut Bronwyn? Bronwyn wird herausfinden, dass Pferde von einem der Söhne des Barons tatsächlich zurückgefunden hat, alleine aus der Schlacht, wenn das okay ist. Und aber seitdem an einem Abszess leidet und sie wird sich, wenn sie es herausfindet und es schafft, davonschleichen, um das Pferd zu verarzten. Das kannst du tun. Und dir es gelingt, es den Abszess zu entfernen. Das ist eigentlich keine wirkliche Curly-Tätigkeit, aber es ist klug und etwas, das, wenn es der Earl später erfährt, sein Herz erfreuen wird. Nicht der Earl, der Baron. Und so kannst du auch einen Checkmark bei First Aid machen. Und auch du bekommst 10 Ruhm für die Heilung des Pferdes. Chloe, 10 Chloe. Und so vergeht der Abend und der Baron ruft die Ritter nicht zu sich.
Und dann irgendwann wird es Zeit zu schlafen. Am nächsten Tag jedoch, recht früh sogar, werdet ihr zu den Gemächern gerufen. Selenair steht bereit. Sorcha hat ihre Rüstung rudimentär geputzt und steht auch bereit. Podrick steht hinter Sorcha. Warum kommt heraus? Selenair, ein frommer Mann seid ihr? Des britischen Glaubens, nicht wahr? Sehr wohl. Kommt mit mir. Ich möchte mit euch beten. Er schaut zu dem Eleri. Ihr seid konvertiert. So ist es. Dann kommt auch ihr mit. Dem Sorcha, euch zwinge ich nicht. Wir werden später reden. Sehr wohl, Herr. Wo ist der Junge? Der Sänger. Tritt vor. Podrick wird ein, zwei Schritte nach vorne gehen, aber immer noch ein Stück weit hinter Sorcha stehen, so wie es der Brauch ist. Tritt vor, Junge. Komm her. Dann tritt er vor und verneigt sich vor dem Earl. Du hast gestern gesungen. Ja, Milord. Ich mache mir nichts aus Musik. Ich hätte sie für Ablenkung. Unnötig. Aber meine Tochter mag sie. Sie hat davon geschwärmt. Sie ist voller Trauer, das arme Kind. Es hat gelitten, so wie wir alle. Dem Sorcha. Könntet ihr vielleicht die Güte haben, während wir beten gehen, mit dem Jungen zu meiner Tochter zu gehen? Ich möchte noch einmal ein Lied hören. Ich vertraue euch als Anstandsdame. Sehr wohl, Herr, natürlich. Gut, dann gehen wir beten. Kommt. Und so geht der Baron mit den beiden Christen in die Kapelle, während Sorcha mit Portwick zu dem jungen Mädchen geht. Bronwyn hat keinen eindeutigen Befehl bekommen. Was tut sie? Sie wird warten und Sir Edenair anschauen. Er wird ihr schon signalisieren, ob sie bleiben oder mitgehen soll. Da es keine Einladung gab, geht er einfach der Einladung folgend hinterher. Schaut nicht zu seiner Knappin. Dann wird Bronwyn sich zurückziehen und wird versuchen herauszufinden, was hier an diesem Hof zu tun ist. Das heißt, sie sucht die Bereiche der Dienerschaft, wo auch ja sie hingehört, und versucht, sich nützlich zu machen. Vielleicht muss Feuerholz gehackt werden. Sie kann das ganz gut. Oder Wasser holen. Irgendetwas muss sie tun. Du darfst Folklore würfeln, um bei diesen Tätigkeiten vielleicht etwas rauszufinden. Aber man spricht nicht sehr mit dir. Man nimmt das wahr, dass du helfst und lässt dich helfen, aber wirklich was Besonderes erzählen die Leute nicht. In deiner Gegenwart sind sie vorsichtig. Die Fremde aus der anderen Grafschaft. Ja, lieber nicht zu viel erzählen. In der Kirche, in der Kapelle wird gebetet. Der fromme Mann betet für seine Söhne, für seine Familie. Für was betet Sir Edenair? Sir Edenair betet für alle, die im Dienste des Earls sind. Und er betet aber auch für den Hausherrn. Er betet laut genug, dass er es hört. Dass der Herr Gott über dieses Anwesen wacht und seine gütige Hand darüber bettet. Als die Gebete vollendet sind, entspannt sich der Mann ein wenig und blickt zu euch herüber. Ein gutes Gebet, Herr Edenair. Ihr seid ein gläubiger Mann und verdient Gerechtigkeit.
Er will mir meine Tochter nehmen, nicht wahr? Er hat erwogen, sie möglicherweise zu Braut zu nehmen. Dame Larry, was sagt ihr dazu? Ich habe dazu keine Meinung, Baron. Ich verstehe. Ja, natürlich wäre ich interessiert an so einem Bündnis. Aber meine Tochter ist meine einzige Erbin, das weiß er. Oder weiß er es nicht? Er weiß es. Deswegen ist er plötzlich interessiert. Sir Edener. Baron? Ja. Eine Frage, die vielleicht unpassend erscheint, aber wichtig ist. Ihre Tochter, ist sie bereits eine Frau? Nein. Nun, werte Baron, dann wird sie als Ehefrau nicht in Frage kommen. Zumindest nicht jetzt. Er wird noch etwas warten müssen, wenn er sie haben will. 1-2 Jahre mindestens. So wie ich es vernommen habe, will er nicht warten. Ich denke schon, dass er warten kann. Für die Richtige kann er warten. Und wird warten. Jetzt zum ersten Mal zieht der Mann eine Braue hoch, schaut zwischen den beiden Rittern hin und her. Scheint eine Information zu suchen. Ha. Ich denke doch auch, dass er warten kann. Was er bekommt, ist beträchtlich. Meine Tochter ist die Erbin meiner ganzen Baronie. Und einiger für den Earl interessanter Ländereien in Salisbury. Die wären natürlich Mitgift. Was könnte... Baron, seid ihr vertraut mit meiner Geschichte? Ja, ich wollte euch ansprechen. Auch ihr habt Kinder verloren. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine Tochter habe. Wohl auf. Aber ich habe viele Kinder begraben müssen. Ich habe eine zweite Ehe geschlossen, nachdem meine erste Frau verstorben. Zeit ist etwas, was der Earl nicht hat. Verstehe. Kann es verstehen. Auch mir mangelt es an Zeit. Ich werde keine neuen Söhne bezeugen können. Meine Tochter ist mein Ein und Alles. Ich gebe sie nicht leichtfertig her. Dann geht gut auf sie acht. Lass sie zur Frau werden. Und gib ihr einen Mann, damit euer Geschlecht fortbestehen kann. Sagt ihm, dass ich sie haben kann, wenn er sie will. Ich kann es mir nicht erlauben, diese Gelegenheit, und er beißt sich dabei auf die Lippen, zu verpassen. Aber er muss warten. In einem kleinen Hof, einem kleinen Garten, sitzt eine junge Frau, nein, keine Frau, ein Mädchen, weder hübsch noch hässlich, aber in edelsten Gewändern, auch in Trauer gekleidet, in Schwarz, und betrachtet den jungen Portrick, der hergeführt wird. Du bist der Sänger, der dem König gesungen hat, nicht wahr? Portrick verneigt sich einmal und sagt, in der Tat, Milady. Du hast sehr schön gesungen. Ich habe die ganze Nacht geweint. Das tut mir leid, Milady. Nein, nein, es war schön. Es war sehr schön. Du hast sehr schön gesungen. Herrin, ihr habt mich rufen lassen. Herrin wünscht dir ein weiteres Lied. Kannst du auch ein lustiges? Ich denke, ja. Das ist so schön. Ich weiß, man
Ich bin in Trauer und Gott will, dass ich trauere und dass ich mich erinnere an meine Brüder und an meine Mutter und an all die, die gestorben sind. Aber ich will doch auch mal lachen. Kannst du was Lustiges singen? Patrick schielt zur Sorcha rüber, aufgrund der Anstandsdame. Die nickt nur. Natürlich, Milady. Es gibt dort das Lied über den kleinen Zwerg, der ständig hinfällt. Das klingt gut. Sing das Lied vom Zwerg. Dann stellt sich Patrick hin und fängt an, ein altes Kinderlied, eine alte irische Weise zu singen. Über einen Zwerg, der ständig wieder torkelt und hinfällt, weil er zu viel Bier getrunken hat. Bitte auf Singen proben. Patrick stellt sich auf und nimmt die richtige Haltung an, gerade, aber den Kopf ein wenig geneigt, um eine schiefe Stimme hinzubekommen, um an den richtigen Passagen die Stimme des Zwerges nachzuahmen, und macht daraufhin selber das ein oder andere Mal eine strauchelnde Bewegung, um zu symbolisieren, wie sich der Zwerg gerade fühlt. Dort hinten hinterm Berge rufen dort die Zwerge. Alfings dieser Wicht kennet seine Grenzen nicht. Er torkle und er falle, kommt hoch ihm seine Galle. Und zu Haus bei seinem Weibe droht ihm dort nur noch die Peitsche. Alfins Sohn der Zwerge wohnt hinterm großen Berge. Du elender Wicht kennest deine Grenze nicht. Und das Kind lacht. Es ist ein Kind, noch keine Frau. Man sieht es in ihren Zügen, in der Art, wie sie lacht, wie sie sich bewegt. Aber ja, es ist ein liebes Kind. Gut erzogen, höflich, freundlich. Und für diesen einen Moment, ja, für diesen einen Moment mal wieder glücklich. Und so habt ihr dieses junge Mädchen gesehen. Ihr habt mit dem Baron gesprochen und Bronwyn hat versucht, mehr herauszufinden von den Leuten, aber leider ohne Erfolg. Aber ihr müsst weiter. Und so zieht ihr weiter. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ihr reist zur nächsten Dame, die ihr begutachten sollt. Eine Lady Lilla. Lady Lilla findet ihr im Castle of Vigor. Sie ist die Tochter von Sir Edwin, dem Baron von Warcastle. Die Reise dauert weitere 12 Tage. Mit Elerys Methode, von Bauernhaus zu Bauernhaus zu reisen, kommt ihr gut voran und nächtigt gut. Und es ist eine weniger beschwerliche Reise, weil das Wetter sich verbessert. Und dann seid ihr auch dort, in Warcastle. Und auch dort werdet ihr angesagt. Dieses Mal kennt man niemanden von euch. Es ist so weit weg und man hat von niemanden von euch gehört. Aber man beachtet euch mit Respekt. Bitte alle, also die beiden Ritter, bitte die Ritter auf Corsi würfeln. Ja, und auch ihr seid es ja nun auch gewohnt und es ist keine Schwierigkeit für euch, euch ordnungsgemäß vorzustellen und einzufinden und einzufügen. Der Lord Sir Edwin, könnte nicht gegenteiliger zu Quillion sein. Es ist ein lebensfreudiger Mann, der große Feste feiert. Und auch hier habt ihr wieder die Gelegenheit, aufzufallen, wenn ihr das möchtet. Jeder von euch. Wollt ihr das denn? Tatsächlich. Und weil wir so weit weg sind von zu Hause, aber vielleicht gibt es Geschichten.
dieses Erkennen der Wappen. Und sehr denn er ist darin bewandert, Wappenkunde zu betreiben, hat viele Stammbücher und Stammbäume studiert, um entsprechend Namen herauszufinden. Und sicher käme es gut an, dass jemand von weit weg Menschen dort mit Namen anspricht und Titel und vielleicht sogar heroische Taten benennen kann. Aber es ist doch zu weit weg. Er hatte die Ahnung, aber dann sich doch vertan, eine Geschichte vertauscht, eine Geschichte einer Heldentat einem anderen dazugetan, eine peinliche Angelegenheit. Gleich am ersten Abend beinhaltet dieses Fest einen großen Tanz. Einen Tanz, den Sorcha nicht kennt, aber sie kennt einen ähnlichen Tanz. Also gelingt es ihr sehr schnell, sich dort einzufügen und diesen Tanz auch leicht zu modifizieren. Sie selbst hat sich eine Art Kleid, kann man es nicht nennen, aber eine Art Überwurf, der sie weniger militärisch ausschauen lässt, angezogen. Und so tanzt sie in diesen ganzen Reihen, in den Reihen der anderen Höflinge und scheint Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und zwar nicht die schlechteste der Art. Sehr wohl. Lass mich noch. Sehr wohl, sie tanzt graziös mit mehreren Herren und fällt gut auf und ist sehr begehrt. Und viele sagen, wie wundervoll die junge Irin aus der Ferne doch zu tanzen versteht. Und sie kann sich einen Checkpoint machen bei Tanzen und kriegt 10 Ruhm für den Tanz in Warcastle. 10 Chlori. Oh. Kriegt 10 Chlori für den Tanz in Warcastle. Nun, Podrick, bitte. Podrick wird von mehreren jungen Frauen angesprochen. Es ist höfisches Süßholzraspel. Davon hält Podrick aber recht wenig. Er hat nur die eine, mit der er gerne Süßholz raspelt und winkt immer ein wenig, vielleicht sehr schroff, ab und hat sich sogar eine Ohrfeige dafür eingehandelt. Ja, bald reden die jungen Damen über den rüden, arroganten, irischen Knappen, der offensichtlich nicht weiß, wie man sich hier den Damen über benimmt und schneiden ihn, ganz offensichtlich. Bronwyn hat sich tatsächlich an einem kleinen Streitgespräch über religiöse Ansichten beteiligt und ihre 1:1-Wiedergabe und die prüde Art, die sie dabei hat, keinerlei Widerspruch zu den Worten, die sie gelernt hat, zu dulden, führt eher dazu, dass man sie für ein bisschen dümmlich hält, vielleicht für jemanden, der alles nur nachsagen kann, aber es wohl nicht versteht und auch nicht in Frage stellt. Auf jeden Fall wird sie so keine Freunde finden. Der Edenair, der die Wappen verwechselt, wird deswegen vom Baron am heutigen Tag auch nicht beachtet. Die Knappen sowieso nicht. Und so ist es, dass plötzlich im Tanze Sorcha mit dem Baron selber tanzt. Eine gute Tänzerin seid ihr, dem Sorcha, richtig? Genau, Sorcha Nidaik. Eine gute Tänzerin und eine schöne Frau. Sowas weiß ich zu schätzen. Es ist mir eine Ehre, Baron. Und ihr tanzt und tanzt, und während ihr das tut, da fragt er: Meine Tochter will er. Deswegen seid ihr hier, oder nicht? Du und der steife Ritter. Wenn ihr so direkt fragt, Herr, ja. Ha. Das ist gut. Genau, der Earl von Salisbury begehrt eure Tochter. Du kannst ihm sagen, dass er sie haben kann. Eine ordentliche Mitgift wird er kriegen. Ich bin einverstanden. Ist er ein guter Mann? Er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Sehr, sehr gläubig und sehr darauf bedacht, den Ruhm seines Hauses zu mehren. Na gut. Ich
will mit diesem Trottel, der sich den Namen meiner Ritter nicht merken kann, nicht sprechen. Das sagst du ihm. Und dem Eleri. Was weißt du über sie? Ich habe Gerüchte gehört. Stimmen sie? Es gibt viele Gerüchte über Dame Eleri. Welche habt ihr gehört, Herr? Dass sie mit dem Earl im Bett liegt. Nun, das wird über jede zweite Frau an unserem Hofe erzählt. Und ist es über diese wahr? Ist es für eure Entscheidung relevant? Es ist mir vollkommen gleichgültig, aber ich finde es amüsant, dass er sie herschickt, wenn es wahr ist. Nun, was ist schon Wahrheit in diesen Zeiten, Herr? Du bist ein kluges Mädchen. Ich mag das. Ich mag kluge Mädchen. Lukas, wenn du willst, kannst du die Nacht mit mir verbringen. Darf ich euch eine Frage stellen? Was denn? Was für eine Mitgift ist das? Eine gute. Das Mädchen bekommt in ihrem Mitgift 2 Anwesen und 5 Männers. Teilweise in Salisbury, aber ich habe da nicht so viel. Hauptsächlich hier in der Region. Verstehe. Das ist wirklich eine stattliche Mitgift. Aber, wie du weißt, doch weniger. Ein bisschen weniger zumindest, als das, was Lady Ellen mitbringen würde. Und das ist alles an Mitgift, was sie mitbringen würde? Die größte Mitgift ist sie selbst. Und er weist herüber und du siehst sie. Es ist eine der schönsten Frauen, das muss man sagen, die du je gesehen hast. Sie ist wunderschön. Sie entspricht dem englischen Ideal von blonden, lockigen Haar. Ein sehr schöne, feine Gesichtszüge. Nicht zu schlank, auch nicht zu dick. Ein sehr, sehr gebärfreudiges Becken. Roger hält einmal inne im Tanzen und sieht sie von oben bis unten an aus der Ferne und sieht dann wieder zu dem Baron. Eure Tochter ist wirklich sehr schön. Ja, ein Prachtstück ist sie. Ja. Weiß sie sich zu benehmen? Sie ist meine Tochter, natürlich. Was ist jetzt? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Eure Frage war, ob ich mit euch die Nacht verbringe? Ja. Nein. Bedauerlich. Na, und dann, offensichtlich hat er kein Interesse mehr, mit dir zu tanzen und dreht sich zur nächsten. Dodger dreht sich auch um, schnappt sich einen anderen, der da herumtanzt, tanzt noch ein wenig und beendet das Ganze dann irgendwann. Bronwyn, die Nacht, der Abend ist frustrierend. Genauso geht es Portwick. Die Pferde sind noch nicht vollkommen versorgt. Ihr hattet es sehr eilig, weil ihr spät gekommen seid. Was wollt ihr tun? Portwick hat zu sehr Angst, dass er wieder von seiner Ritterin geschältet wird, weil wieder irgendetwas mit dem Pferd nicht stimmt. Und deswegen wird er anfangen, das Pferd zu striegeln und das Pferd zu versorgen, so wie es sich gehört. Bronwyn hat diese Niederlage ziemlich mitgenommen. Insofern geht sie natürlich mit gesenktem Kopf und auch mit einiger Frust zu den Pferden und fängt ebenfalls an, die Pferde zu striegeln und schaut seitlich zu Podrick. Redest du immer noch nicht mit mir? Wir können gerne reden, sobald du aufhörst, so ein Gesicht zu ziehen, als würde dir gleich jemand gegen das Schienbein treten. Gibst du mir mal die Bürste darüber? Hier. Ich ziehe so ein Danke. Gesicht, weil ich schon wieder einen Fehler gemacht habe. Es ist so, als ob ich Jahr um Jahr einen Fehler nach dem anderen mache. Kennst du doch bestimmt. Patrick, reckt das Gesicht hinter dem Hintern des Pferdes von Sorcius her und bleckt dir die Zunge. Aber sie sieht, dass er mit den Augen zumindest lächelt. Also was soll's? Sie kennen uns hier nicht, sie werden uns hier auch erst kennen, wenn wir wirklich Ritter sind. Und dann wird es sowieso anders sein. Man wird immer an seinen Taten gemessen, oder, Podrick? Nun, es kommt drauf an. Manche werden an ihren Taten gemessen, manche daran, wo sie geboren sind. Oh ja. Guck dir mal meine Familie an. Ich bin nur berühmt, weil ich gut singen kann und weil mein Vater irgendwelche Ländereien hat. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Irgendwelche Ländereien?
Ihr seid richtig reich. Was bringt dir Reichtum, wenn du ihn nicht lange genießen kannst, weil du eine Axt in die Brust bekommst oder einen Pfeil in den Kopf? Sag mal, Patrick, möchtest du überhaupt Ritter werden? Warum fragst du? Weil es sich nicht so anhört. Ich glaube, wir haben zwei sehr verschiedene Definitionen von Rittersein, du und ich. Und ich glaube, das liegt auch vor allem daran, unter welcher Knappschaft. Das weiß ich nicht. Wenn du Angst hast, von einer Axt zerteilt zu werden und lieber dein Reichtum genießen willst, solltest du vielleicht kein Ritter werden. Es geht auch nicht um Angst. Es geht nur darum, dass es nie, dass es dir nicht hilft, von wo du geboren wirst. Was bringt dir Ruhm, wenn er nur da von irgendwelchen Vorfahren erzielt worden ist? Guck dich an. Ja, du magst vielleicht nicht so viele Ländereien haben wie meine Familie, aber wenn du etwas tust, wirst du dafür hochgesungen. Ich werde dafür hochgesungen, dass ich Ländereien habe. Was wäre dir denn lieber, in den Geschichtsbüchern zu stehen? Bronwyn, die tapfere Kriegerin, oder Podrick, der reiche Sack? Also, Patrick, zum einen, wenn du es dir leisten kannst, eine richtige Rüstung zu haben und die richtigen Waffen und ein gutes Pferd, dann bist du schon mal einen Schritt weiter als die anderen. Und zum anderen, natürlich wird von dir noch gar nichts gesungen, aber das ist ja eben der Weg. Und wenn du willst, dass man von dir singt, als den tapferen Ritter, der so viele Schlachten ruhmreich geschlagen hat, dann machst du dich einfach auf den Weg dahin. Die Frage ist, willst du das oder willst du es nicht? Ah, du kleine Ratte! Und es stürzt ein junger Bursche stürzt in den Stall herein und zwei Kerle kommen hinterher, packt ihn! Und der schreit, nein, bitte, bitte, lasst mich, lasst mich! Und die zwei Kerle packen den Jungen fest und kurz danach kommt eine Lady herein. Wunderschön ist sie. Das sehen sowohl Bronwyn auch als auch Pat Portwick. Eine junge Lady mit güldenem Haar und feinsten Gesichtszügen in einem feinen Kleid. Sie hält einen Ärmel hoch und zeigt ihn. Mit Wein hast du ihn beschmutzt beim Einschenken. Mein teures Kleid hast du mit Wein beschmutzt. Und sie schlägt dem jungen Burschen mit voller Wucht ins Gesicht, mit ihren mit Ringen besetzten Händen. Oh, nein, Lady, lass das! Und sie schlägt noch einmal zu. Das wird dich lehren, das wird dich lernen, so unachtsam zu sein. Und noch einmal schlägt sie. Ihr wisst, wer das ist. Ihr habt es gesehen. Es ist niemand anderes als Lady Lilla. Jene junge Frau, die vielleicht die Frau des Earls werden soll. Lady, ich kann es auswaschen, ganz schnell. Was? Sie dreht sich um. Wer bist denn du? Was wollt ihr hier? Bronwyn, ich bin hier mit Sir Edener. Ich kann es auswaschen. Ach, hier sind die Fremden. Was willst du von mir? Bist du überhaupt von hohem Geblüt? Von welchem Hause stammst du? Es tut mir leid, Lady. Was fällt dir ein, mit mir zu reden? Bist du überhaupt adlig? Ich rede nur mit Adligen. Soll ich dich auch bestrafen? Wenn's euch beliebt, dann ja. Milady, Podrick stellt sich so einen Schritt vor Bordwin. Es wird nichts bringen, eine Knappin zu Wer bist du? bestrafen. Nenn deinen Namen. Podrick O'Neill, Milady. O'Neill? Den Namen habe ich schon gehört. Aus Salisbury? Sehr wohl. Plötzlich lächelt sie. Gut. Du bist der Sänger, nicht wahr? Sehr wohl, Milady. Das ist gut. Das ist gut. Komm mit. Du sollst mir singen. Bestraf den Kerl, Patrick. sagt sie noch zu den anderen beiden und dreht sich dann um. Milady, darf ich gnädigst um Sie um etwas bitten? Ja, was? Sie könnt ihr diesen Flegel und er schaut auf den kleinen Jungen neben sich in die Obhut meiner Mitknappen geben. Sie weiß, wie er bestraft werden muss. Glaubt mir, sie kann das. Ich weiß nicht, ob solche Rohlinge ihn nicht es völlig reicht mir verderben schon. würden. Du singst für mich, dann soll sie sich um ihn kümmern. Komm schon. Und er geht ihr hinterher und symbolisiert Botwins, sich um den Jungen zu kümmern.
Die Schlägerkerle folgen euch. Bronwyn steht etwas verdattert da und schaut diesen Jungen an, dessen Wangen sich langsam röten und auch ein paar Striemen drauf sind von den Ringen. Ich hab's nicht extra gemacht. Bitte tu mir nicht weh. Natürlich hast du's nicht extra gemacht. Das wäre ja auch dumm. Was hättest du davon? Sie ist immer so leicht zornig. Ja? Zu allen? Nur zu niederen Leuten. Nur zu einfachen Leuten. Zu Leuten wie ihm ist sie immer ganz zuckersüß. Ich verstehe. Weißt du, wie man mit einem Pferd umgeht? Ja, ein bisschen. Gut, dann ist es deine Strafe mit mir, die Pferde hier ein bisschen zu pflegen. Und wenn sie dich fragen, was ich gemacht habe, sagst du, dass ich dir ganz oft in den Bauch gehauen habe. So oft reingeboxt, bis du dich übergeben hast. Haben wir verstanden? Ja, ich danke. Ich danke euch, Herrin. Nein, nicht Herrin. Ich heiße Bronwyn. Und außerdem rate ich dir, wirklich, es zu üben. Einfach mit Wasser. Hol Wasser und übe, wie man einschenkt. Ich habe das auch gemacht. Es ist unverzeihlich, wenn man daneben gießt. Ich werde es üben, Herrin. Danke sehr. Ich heiße Bronwyn. Los, ja, mach. Ja, Herrin Bronwyn. Und so kannst du den Jungen retten vor der Strafe, die ihn ereilt hätte. Portrick singt und die Ritter sind noch in Gesellschaft. Irgendwann werdet ihr zurückreisen müssen. Die Frage ist, und das könnt ihr gerne in einer Szene spielen, ob und was ihr den Rittern von dieser Begebenheit erzählt. Portrick wird, sobald er fertig mit dem Singen ist, sich natürlich noch einmal höflich verneigen, der Etikette folgend, und dann schnurstracks mit wütendem Gesicht zur Kammer von Sortra gehen, anklopfen und sichtlich ungeduldig sein. Ja. Dame Sortra, darf ich eintreten? Bitte. Was ist denn? Portrick schließt hinter sich die Tür, lauscht noch einmal, ob irgendwer in der Nähe ist. Ist dem so? Niemand da. Wir können nicht zulassen, dass der Earl diese Furie heiratet. Roger dreht sich langsam auf dem Stuhl zu ihm um und sieht ihn an, etwas erstaunt. Erst einmal senkst du deine Stimme. Du siehst wahrscheinlich erst das erste Mal wirkt Portrick wirklich wütend. Also mit Zornesröte im Gesicht. Was ist denn passiert? Ein Junge, nicht älter als 10, hat versehentlich Wein über ihr Kleid gekippt. Natürlich sollte das nicht passieren, aber sie hat ihn verprügeln lassen von zwei Hühnern. Aha. Ich konnte ihn nur dadurch retten, dass ich für sie gesungen habe. Sonst hätten sie ihn so grün und blau geschlagen, dass er Matsch wäre. Das können wir doch nicht an den Hof des Earls lassen. Also erst einmal, Patrick, hast du das nicht mitzubestimmen. Aber ich nehme das als deine Meinung an. Zweitens ist es eh unwahrscheinlich, dass sie es wird. So? Ja. Ist noch irgendetwas? Nein, das wäre es. Allerdings habe ich das natürlich nicht zu dir gesagt, beziehungsweise du behältst es für dich. Natürlich, Dame Sortra. Ende. Exzellent. Das Zweite ist, Portrick, komm mal zu mir. Portrick geht langsam auf Sortra zu und duckt sich schon. Sortra steht dann auf und geht auf ihn zu und packt ihn so ein bisschen ins Genick. Hör zu. Kann schon verstehen, dass du wütend bist und dass du am liebsten hier weg willst. Aber es ist sehr dumm, herumzuschreien und die Herrin des Hauses als Hure zu bezeichnen. Verstehst du das? Ja. Gut. Denn wenn das jemand hört, dann ist unser ganzer Auftrag zunichte und es kann sein, dass sehr viel schlimmere Dinge passieren. Verstehst du auch das? Ja. Gut. Und wenn sehr viel schlimmere Dinge passieren, muss ich deinem Vater sagen, dass du hier geblieben bist. Und das habe ich nicht vor. Also halt deinen Rand. Ja. Meine Güte, sagt Sorcha nur und klopft ihm dann so ein wenig auf die Schultern. Und das nächste Mal, wenn du so wütend bist, tritt gegen einen Baum. Das hat mir früher auch immer geholfen. Werde ich tun, Tim Sorcha. Gut. Übrigens, du hast sehr schön gesungen.
Danke. Bitte. Also, jetzt geh. Ja. Und sei so gut, frage bei Sir Edenair an, ob ich mit dir, ob ich ihm sprechen darf. Oder ob er sich zurückgezogen hat. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Gut. Und dann wird Podrick auch das tun. Und wird bei Sir Edenair klopfen. Bronwyn würde auch bei Sir Edenair anklopfen und fragen, ob er kurz Zeit übrig hat für sie. Ja? Sir Edenair, habt ihr Zeit für mich? Es gab eine Begebenheit, die ich berichten möchte. Komm rein. Dann geht sie rein, macht die Tür zu und steht nicht so nah an Sir Edenair. Ich war mit Podrick bei den Pferden. Wir haben sie gepflegt und die Lady des Hauses kam hinein mit zwei Wachen, die einen Jungen festgehalten haben. Sie hat ihn mehrfach geschlagen. Er hat ungeschickt Wein über ihr Ärmel geschüttet und nun ja, darf ich mir erlauben, eine Meinung dazu zu haben? Sedonair, der noch auf dem Bett saß, dort liegt die aufgeschlagene Bibel, steht auf, tritt an Bronwyn heran, senkt seinen Kopf direkt vor ihr Gesicht, schaut sie an. Ernst. Es tut mir leid, ich hätte euch nicht stören dürfen. Dann steht er wieder auf, setzt sich wieder aufs Bett, schlägt das Buch wieder auf und liest weiter. Bronwyn verneigt sich kurz und verlässt dann den Raum. Und stößt gegen Podrick, der gerade klopfen wollte. Entschuldigung. Und flüstert dir dann zu. Das sind Geschichten und Gerede. Sir Edenair interessiert sich für so etwas nicht. Was machst du hier? Dame Sorcerer hat mich geschickt. Ich soll fragen, ob Sir Edenair sie empfangen will oder ob er sich zurückgezogen hat. Ach, warte hier. Dann wird Bronwyn erneut eintreten. Sir Edenair, der Knappe von Dame Sorcerer ist hier, möchte mit euch reden. Sidenair schlägt das Buch zu. Geht auf Bronwyn zu. Und diesmal schubst sie aus dem Raum raus und zieht die Tür mit einem Knallen zu. Ach so, da hast du deine Antwort. Was ist denn dem über die Leber gelaufen? Gut, ich sag Sorcerer Bescheid. Und Bronwyn? Ja. Danke. Wofür danke? Du weißt schon was. Ich habe ihn grün und blau geschlagen. Podrick dreht sich um und geht Richtung Sorcerer. Am nächsten Tag reist ihr zurück. Wird es auf der Reise, die 15 Tage sind, zurück zum Earl, zurück nach Salisbury, noch ein Gespräch zwischen Edenair und Sorcerer geben oder nicht? Also eins von Bedeutung. Sorcerer wird ein solches auf jeden Fall suchen, sofern Sir Edenair sich darauf einlässt. Sir Edenair, wir müssen über die beiden Frauen reden. Wie ist eure Meinung dazu? Nun, die Mitgift bei Ersterin ist großzügig. Aber sie ist jung. Und das heißt, sie müsste warten. Und der Earl hat darauf gepocht, auf sein Alter Bezug genommen und dass er einen Erben braucht. Das wird er gegen sie sprechen. Gegen Lady Ellen. Für Lady Lynna spricht, dass sie eine Frau ist.
von Schönheit. Leider konnte ich nichts erfahren über, nun, ihren Charakter. Die Mitgift ist nicht so, wie man sich's wünschen könnte im Vergleich. Und so tue ich mich sehr schwer, hier ein Urteil zu fällen. Ich neige jedoch zu Letzteren, weil das Zeugen eines Erben aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe ist. Ja, ihr habt wohl gesprochen. Tatsächlich, die Mitgift der Letzteren ist im Vergleich zur Ersteren unbedeutend. Ich nehme an, dass unser Earl, nun, wie soll ich es sagen? Letztere wird unseren Earl sehr unter sich bringen. Erstere wird von unserem Earl unter sich gebracht werden. Letztere hat allerdings, wie mir mein Knapper aufgebracht erzählt hat, schon fast einen sehr ungünstigen Umgang mit ihren Dienern. Dem Sorcerer. Ja. Yeah. Darf ich eine Bitte äußern? Aber sicher. Könnt ihr euch ein paar Stunden erübrigen und mit meiner Knappin die Pflichten einer angehenden Ritterin bereden, sie leiten? Ich fürchte, sie entgleitet mir. Sie entgleitet euch? In welcher Hinsicht? Was ist passiert? Ich versuche ihr die Tugenden eines Ritters nahe zu bringen. Sofern kann ich sehen, dass sie dem Bibelstudium sich häufig widmet, auch der Heilkunst. Daran ist nichts auszusetzen. Auch macht sie Fortschritte im Schwertkampf. Aber zur Hofe machte sie sich zur Aufgabe, Geschichten herumzutratschen, der Etikette zu widersprechen. Ich bitte euch, dem Sorcerer, ja, nahe zu bringen, was es heißt, zu Gast zu sein. Ja, ich verstehe, ja, ich verstehe. Ich hörte davon, dass sie in irgendeinem Gespräch über Religion verwickelt war und dort sich sehr unbeliebt gemacht hat. Das ist das eine. Das andere ist, was mich sehr erzürnt hatte, dass sie mir berichtet hatte, ein Gerücht, eine Geschichte über möglicherweise die künftige Braut des Earls. Und das in den Räumlichkeiten ihres Vaters. Ja, ich verstehe. Sie sind beide dumm. Also mein Knappe und eure Knappin. Ich werde mit ihr reden. Also ihr seid ja der Ansicht, dass es die zweite sein soll? Ja. Weil die Möglichkeit, einen Erben zu erlangen, dort nicht mit einer Wartezeit verbunden ist. Ja. Kommen wir sie. Kann es sich allerdings herumsprechen, dass wir jemanden haben, der... Na, aber ihr habt recht. Ihr habt letztlich recht. Ich werde mit eurer Knappin reden, Sir Denier. Für bündigsten Dank. Verneigt sich. Also reitet ihr wieder in Richtung Salisbury und vielleicht wird dort auch das Gespräch mit der Knappin stattfinden. Was Eleri zu all diesen Sachen denkt und denkt, ist unklar. Sie redet kaum, sie ist in der Reise immer schweigsamer geworden, immer bestimmter, immer entschlossener, immer in sich gekehrter. Ihr reitet und reist und kommt in Salisbury an. Was an Gesprächen auf der Reise geführt wird, das erfahren wir das nächste Mal. Und wir erfahren das nächste Mal, was ihr dem Earl of Salisbury ratet, wenn er euch fragt, welche Braut er zur Frau nehmen soll.